Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersöffler. Ja, Freunde, heute auf dem Gabentisch machen wir weiter mit dem Paket vom lieben Drachen 83 und zwar hier ein Bierchen aus Bayern und zwar Hackabschor Hefeweise. Wurde sich tatsächlich schon dreimal gewünscht. Wir hatten schon das Helle gehabt. Das war sehr gut gewesen. Wir hatten, glaube ich, noch, was war denn das? Im Märzen, glaube ich, hatten wir auch gehabt. Also da hatten wir schon zwei auf jeden Fall mal hier auf dem Gartentisch zu stehen gehabt. Allerdings bei mir hier, das Hefeweißen, konnte ich nicht beziehen. Deswegen war ich da sehr, sehr glücklich drüber, dass der liebe André das hat mir zukommen lassen. Ja, Hefeweiße, Naturtrüb, Hackabschor, kommt hier wieder schön in dieser Bügelverschlussflasche daher. 5,5% Umdrehungen, Wasser, Gersten, Malz, Weizen, Malz, Hopfen und Hefe, das ist klar. Und ja, von der Aufmachung her muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Also das ist schon ein bisschen schlichter gehalten, aber doch, ne, sieht schon so ein bisschen edler aus. Finde ich gut, würde ich sagen, machen wir mal auf. So, schöne Entspannungsverdampfung, sehe ich schon, kommt schön raus, wunderbar. So, lassen wir mal laufen, wir haben natürlich wieder Bierdurst, ne? Also, klingen. So, da sind wir mal gespannt hier. Weißbier, wissen wir ja, da bin ich ja doch eigentlich ein Freund von, nicht wahr? Also die trinke ich ja doch schon recht gerne. Gießen wir mal ein bisschen auf. So, und den Rest, den schütteln wir dann noch raus, schön. Ja, Weißbier trinke ich ja wie gesagt sehr, sehr gerne. Ich mag sie immer saftig, ich mag sie tatsächlich auch gehaltvoll und wuchtig. Und nun müssen wir mal schauen, ob dieses Hackabschor hier tatsächlich auch die Kriterien erfüllt. So, dann wollen wir mal gucken. Erstmal eine Hefespirale hinbekommen. So. Naja, da war ich fast ein bisschen zaghaft. Eine Spitze kriegen wir nicht mehr hin. Aber. Naja, dafür, dass es aus der Flasche kommt, ist das schon mal ganz hübsch. Ja, Freunde, was haben wir denn da? Ist ein Weißbier, gibt sich als solches zu erkennen. Von der Blume, 1, 2, 3, 3 Fingerbreite Blume, ich würde sagen fein bis mittelporig, nicht ganz so kompakt, paar Luftbläschen sind drauf. Ich würde aber trotzdem sagen, ganz klar, 90 Sekunden Standard hält das da durch. Ich halte das mal so ein bisschen rein, dass man es erkennen kann. Boah, ich denke, sieht doch ganz gut aus. Übrigens cremeweiß. So, interessante Frage. Haben wir eine Hefespirale hinbekommen? Nee, haben wir nicht hinbekommen, aber es ist eine sehr, sehr schöne Trübung tatsächlich vorhanden. Es ist blickdicht, ich kann nicht durchgucken und so sollte das dann auch sein. Im Farbspektrum bewegen wir uns hier ganz klar im klassischen, ja, eher dunkleren Getreidegold. Deutliche Trübung, wie gesagt, das Ganze sieht dadurch sehr cremig aus. Ja, fast schon so ein bisschen wie ein schöner Honig, ja, so ein Cremehonig, so in diese Farbe geht das rein. Ich will nicht sagen, es ist Bernsteinfarben, aber es geht schon so in diese Erdfarbtöne, ne? So schön Natur halt, ne? So muss das sein. Und hier unten, ja, da sieht man auch noch ein bisschen Karbonisierung. Ja, ich würde sagen, auch eher durchschnittlich. Da ist jetzt nichts irgendwie von der Perlung, was ich sage, ist ein Jacuzzi, aber auch keine Schlaftablette. Ja, so schön Durchschnitt. Ja, und Schwebeteilchen, Heferückstände oder ähnliches entdecke ich jetzt da drin nicht. Das Ganze hat eine sehr, sehr schöne Tiefe und sieht alles andere aus als verwässert oder gar blass. Insgesamt, Freunde, muss ich sagen, sieht das aus wie ein stabiles und solides Weißbier, wie man sich das Ganze vorstellt. Ja, können wir auch so bewerten, glaube ich, gebe ich 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Gefällt mir. So, wollen wir mal anschnuppern, mal sehen. Ja, bananig. Schön fruchtig, fruchtige Banane, leicht würzig. In diese Richtung geht es. Malzkörper kommt ganz klar hervor. Und auch ein wenig Hefe gibt das Bouquet hier tatsächlich frei. Also auch das ist erstmal sehr, sehr angenehm. Ich würde sogar sagen, ein bisschen würziger und fruchtiger als jetzt der deutsche Weißbierstandard, sage ich jetzt immer. Wenn wir uns dann so mal umschauen so, ne, und ein bisschen so anschnuppern, so diverse Weißbiere, dann würde ich sagen, ist das Bouquet hier tatsächlich ein bisschen stärker ausgeprägt. Ja, das ist eher so, das merkt man auch, das killert ein bisschen in der Nase, das ist schon so ein bisschen kräftiger. Ich finde das gut, wenn das immer kräftiger ist. Also auch das ist schon mal ein Pluspunkt, würde ich sagen. So, ihr Lieben, machen wir nun
Genau, jetzt machen wir nämlich erstmal einen Antrunk hier. Da geht der Gruß erstmal raus an den lieben Drachen 83. Auf euch zum Wohl und auf das Bier und auf den Genuss. Wollen wir mal wieder. Aha. Oh. Fast ein bisschen zu kalt, glaube ich. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu sehr runtergekühlt. Ein bisschen anziehen lassen. Ja, Freunde, der Antrunk. Was soll ich sagen? Erstmal war ich gerade ein bisschen überrascht, dass eigentlich für das, was man da rausgerochen hatte vom Bouquet, tatsächlich doch recht mild daher kam jetzt, also im Antrunk. Und ich habe auch gemerkt, so, oh, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu kalt. Also ich sage, wir sind jetzt hier bei der Trinktemperatur zwischen 6 und 7 Grad. Und das ist für ein Weißbier tatsächlich eigentlich schon fast ein bisschen zu kühl. Da sollte man eigentlich eher so, ja, zwischen 9 und 10 Grad, 11 Grad vielleicht, sage ich mal, im Glas haben. Aber ich glaube, das kriegen wir hier schnell hin. Dürfte kein Problem sein. Ansonsten, was ich schon sagen kann, von den Attributen her, womit haben wir es zu tun? Eher gemütlich oder eher dynamisch, würde ich jetzt erstmal so sagen, könnte ein Hybride sein. Weil das hat sowohl einen guten Zug eben drauf gehabt, das konnte ich sehr, sehr gut runterschlucken. Das hat jetzt nicht gekratzt, gejuckt oder irgendwie ähnliches. Das war hier sehr, sehr angenehm im Runterschlucken. Und auch, aber von den Aromen her, da hat man gemerkt, da war noch so ein bisschen was bei, wo ich dann auch sagen würde, okay, vielleicht doch eher ein bisschen wärmer, diese Temperatur anziehen lassen. Da hat man dann vielleicht mehr von den Aromen. Deswegen würde ich sagen, von den Attributen her haben wir es hier mit einem eher Hybriden zu tun. So, ich nehme noch mal einen Schluck, da wird mir noch mal ein bisschen genauer angucken. Also, es ist jetzt nicht zu saftig, es ist aber auch nicht zu wässrig. Also, es ist genau so ein Durchschnitt. Ne? Das ist genauso, wo man sagen würde, ja, da sind wir auf der sicheren Seite. Das ist jetzt nicht zu wuchtig, es ist aber auch nicht zu schlank. Also, es ist, würde ich sagen, wirklich genau so ein Mittelweg, wo man sich da entschieden hat, also von den Eigenschaften her. Und somit bleibe ich auch dabei, ja, von den Attributen ganz klar ist ein Hybride. Das ist nicht dynamisch, es ist aber auch nicht wirklich gemütlich. Es ist so ein Zwischending, ja. Ist eigentlich selten bei einem Weißbier, weil da hast du entweder das eine oder das andere. Dass man da so ein Mundraumgefühl hat, sage ich mal, was sich wirklich in der Mitte trifft, das ist eher selten. Finde ich schon mal ganz gut, kann man machen. Somit wird man fast jeden Geschmack, denke ich mal, befriedigen können. Ja, von den Aromen her, also was mir auffällt, ist, dass es Hackabschorr hier schon ziemlich herb ist im Abgang. Also Hopfenfloralität kommt ganz klar zum Vorschein. Die verbindet sich hier mit der Hefe. Die wird direkt ummantelt und das hast du auch sofort auf der Zunge. Das Überraschende hier, auch da hebt sich es ein bisschen aus dem deutschen Weißbierstandard ab, bin ich persönlich der Meinung, ist, dass diese Hopfenfloralität und auch die Hefe schon relativ früh ansetzt. Da, wo normalerweise der eher malzbetonte Körper liegt, dieses schön getreidige, nussige, liebliche, das ist hier eigentlich eher sekundär. Vordergründig ist tatsächlich eher so ein bisschen so dieses Florale, dieses leicht herbe, vielleicht so ein bisschen bitter-nussig, in diese Richtung geht das rein und dann schön von der Hefe ummantelt. Wobei ich auch jetzt schon gleich zu Beginn sagen muss, die Hefe ist jetzt nicht sehr originell. Also das ist auch eher so, wo ich sage, ja, da haben wir schon Besseres hier auf dem Gabentisch gehabt. Ne? Da war das Ganze so ein bisschen eleganter gelöst. Naja, wir müssen ja nicht immer übertreiben und sagen, wir brauchen die Champagnerhefe. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Mit dem Augenzwinkern. Also da gibt es schon so ein bisschen noch Interessanteres, finde ich. Ja, und Fruchtkörper, das gucke ich mir jetzt auch nochmal kurz an. Auch der riecht wesentlich stärker hervor, als er wirklich herausschmecken tut. Also das ist eher so, auch eher sekundär, würde ich fast sagen. Also diese Banane, die nimmst du zwar wahr, so wie meistens bei einem Weißbier, allerdings auch eher nicht so selbstbewusst, eher so im Hintergrund, so die schwingt dann halt so mit, passt sich, würde ich mal sagen, dem Malzkörper recht gut an. Also ja, Freunde, was soll ich sagen? Das ist hier wieder so eine Geschichte, das ist wieder ein bisschen schwieriger, wie man das einordnen mag. Also das ist ganz klar, das hebt sich natürlich schon vom Industriestandard, naja, aber zumindest von diesem
ich sag jetzt mal, in Discounter-Bieren, da hebt sich das hier natürlich ab und das merkst du auch. Das ist von der Qualität absolut okay hier. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein ideales Weißbier ist zu einer Brotzeit. Also ich glaube, von der Seite aus hat man da alles richtig gemacht. Was mich jetzt persönlich ein bisschen stört, was ich auch gerne als Kritikpunkt ansprechen möchte, ist, dass ich der Meinung bin, in der Textur selbst weiß dieses Bier nicht so richtig, was es sein will. Wo geht's hin? In welche Richtung? Die Frage ist immer wieder, die man sich auch im Industriestandard ja stellt, ist die, naja, soll ein Weißbier jetzt nach hinten raus herber sein oder eher ein bisschen nussig? Oder muss diese Floralität tatsächlich deutlich präsent sein, sodass ein Weißbier tatsächlich so im Geschmack wirklich überzeugen kann? In den 2 Jahren, die wir jetzt hier tatsächlich Weißbiere auch probiert haben, und da hat sich ja doch schon gerade immer bei den Krone-Bewertungen herausgestellt, was ich so besonders bevorzugt habe. Und es waren meistens immer die, die halt doch ein bisschen saftiger waren, wo die Hefe wirklich interessant herausgeschmeckt hat, die Aromen sich nacheinander entwickelt haben im Mundraum und somit einen Spannungsbogen aufgebaut haben. Und die sind bei mir meistens immer besser weggekommen. Die waren weniger herb, die waren eher ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, fruchtig und vor allen Dingen auch eher ein bisschen lieblicher mit einem kleinen, auch das hatten wir gehabt, Säurefaktor drin. Diesen Säurefaktor hier, den ich zum Beispiel gar nicht war, auch der ist eher sekundär. Und fässt man jetzt mal alles zusammen bei dem Hackabschor, dann kommt es mir so vor, als wären die kompletten feineren Aromaspitzen und Nuancen komplett beschnitten, weil die sich halt nicht so richtig entfalten. Und somit wirkt das ganze Bier ein bisschen linear, ein bisschen glatt gebügelt, was mich persönlich stört, wenn man das jetzt einzeln trinkt. Wenn ich dazu jetzt eine deftige Speise hätte, ich sagte schon, eine schöne Brotzeit, dann würde sich das anbieten, weil dann hast du natürlich diesen Geschmack, gerade bei einer fettreicheren Ernährung, sage ich jetzt mal, dass ich das richtig positiv noch unterstützen würde. Und damit hast du dann wirklich einen schönen Geschmack im Mundraum. So einzeln würde ich sagen, ja, ist zwar biergartentauglich, hat einen guten Zug drauf, kann man trinken, zweifelsfrei, aber der hedonistische Hochgenuss, da wo man wirklich sagt, so, da sind so diese besonderen Surprise, ja, diese wow, diese geilen Effektspitzen drin, die wirklich dann auch das Besondere eines Bieres ausmachen, die vermisse ich hier ein bisschen. Aus diesem Grund möchte ich es auch so bewerten, ich finde, das ist solide, Leute, das ist ein solides Bier, das kannst du trinken, zweifelsfrei, und somit gebe ich eine absolute Durchschnittsbewertung. Ich gebe 3/5/6 möglichen Punkten, das ist mir wert. Damit ist Bier so viel da draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.